Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute etwas über Zufall sehen. Gell? Also Zufall brauchen wir in der Programmierung öfter, wenn etwas stochastisch funktionieren soll, also der Weg, der Ausgang nicht deterministisch ist. Und sowas brauchen wir sehr häufig, wenn wir irgendwas simulieren wollen. Wenn wir Simulationen schreiben wollen für irgendetwas, dann sind die Wege nicht immer deterministisch, sondern man muss mehrere Fälle erzeugen und, gell? Und ja, wie können wir das machen? Gell? Also wir können würfeln, gell? Eine Münze werfen, wir können alles Mögliche veranstalten, was die Statistik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung als zufällig betrachtet, aber das muss man durchführen. Gell? Und das ist jetzt ein Problem, weil unsere Rechner alles andere als zufällig arbeiten. Also wir wünschen uns genau das Gegenteil. Also wir wünschen uns, dass unsere Rechner immer deterministisch sind und dass sie nicht einmal so und einmal anders rechnen. Und ja, was könnte man jetzt machen? Also wir könnten also vom Hardwareproduzenten einen Zufallsprozessor installieren lassen, gell? Also eine Hardware, die uns Zufall liefert, gell? Das wäre eine gute Möglichkeit, gell? Aber kein Hersteller wird das machen, gell? Also das können wir vergessen. Und so machen wir das, was viele andere vor uns ausmachen. Wir machen nicht Zufall, sondern Pseudo-Zufall, gell? Also wir begnügen uns mit irgendwelchen Ergebnisse mit irgendwelchen Zahlen, die zwar zufällig aussehen, aber in Wirklichkeit nicht zufällig sind. Gell? Und ja, solche zufällig erzeugten Zahlen, gell, die hat es in der Geschichte der Programmierung immer wieder gegeben. Gell? Man hat immer wieder geglaubt, naja, schön, gell, also das funktioniert jetzt, und dann ist man auch immer wieder auf Probleme gestoßen. Gell? Und das ist dann nicht so einfach, gell, einen guten Algorithmus zu liefern, der einem, ja, jedes Mal, wenn wir eine neue zufällige Zahl anfordern, auch dann eine gute zufällige Zahl bringt, gell. Und da hat es in der Vergangenheit ja immer wieder Probleme gegeben. Die waren dann vielleicht so, dass die erzeugten Zahlen immer gerade waren oder irgendwie sonst steil waren, gell. Oder dass man eine Beziehung erkennen konnte, gell, zwischen einer Zahl und der nächsten Zahl und so, gell. Das ist, ja, das wäre schlimm, gell. Stellt euch vor, jemand hat so ein Gerät, gell, von der Bank zur Erzeugung von Passwörtern, gell. Und wenn jemand aus einem Passwort ein zukünftiges Passwort errechnen könnte, das wäre nicht gut, gell, und so. Eben beim Zufall, auch wenn er nicht zufällig ist oder Pseudo-Zufall, gell, soll man dann aus einem Wert nicht irgendwie erkennen können, wie es dann vielleicht weitergeht oder so, gell? Oder ein anderes Problem. Man startet, gell, schaut recht gut aus, und dann fällt man irgendwann vielleicht in einen Zyklus. Gell? Also man startet da 615, 795, schön, gell, es geht so weiter, gell, und irgendwann fallen wir in einen Zyklus hinein, gell, also da so, ja, 140, 518 und so, da auch 140, 518, 971, 253, oder schon wieder, gell, gell, aber vorher nicht, gell, also vorher die ersten haben anders ausgeschaut, gell, also, und dass man irgendwo hineinfällt, gell, wo es dann einen relativ kleinen Zyklus macht, gell, das wollen wir auch nicht, gell, oder, es gibt auch so Generatoren, die schauen eigentlich recht gut aus, und irgendwann mal hat jemand erkannt, naja, wenn man sie einzeln betrachtet, schauen sie recht gut aus. Wenn man aber die Ergebnisse nimmt, gell, ob man nimmt hintereinander gelegene Ergebnisse und man legt sie auf, zum Beispiel auf eine Ebene, gell, dann hat es Generatoren gegeben, die haben da alles so Punkte auf Geraden, haben so Muster gezeichnet, gell, oder wenn man sie dann auf einen, vielleicht in einen Raum gelegt hat, gell, dann hat man plötzlich erkannt, na, im Raum sind sie nicht im Raum verteilt, sondern sie bilden Punkte, die irgendwo auf Ebenen sind, gell, also da ist man auf böse Sachen draufgekommen, und das sollte eben nicht passieren, gell.
Und ja, was macht man dann? Also, man hat dann irgendwo auch begonnen, so Konkurrenzgeneratoren zu verwenden, gell? Die sind eigentlich nicht schlecht, gell? Also die beruhen so auf Zahlentheorie, gell? Also wenn ihr dieses Haus verlässt und dann mal auf die Uni geht oder so, gell? Dann könnt ihr solche Konkurrenzgeneratoren dann auch mathematisch dann betrachten, gell? Und jo, da muss so linear Konkurrenzgenerator, gell, wo der dann immer von den einen mal ein bestimmtes a plus ein bestimmtes b modulo m, gell, wenn man hier bestimmte Eckwerte, also Eckbedingungen dann verwendet, dann findet man vielleicht dann auch einen guten Ansatz, gell? Ja, und da gibt es auch so Autoren, gell, der Donald Knuth ist so einer, gell, der hat ein ganzes Kapitel in seinem ja, in seinem Werk, gell, dem Zufall gewidmet, gell, also The Art of Computer Programming, wer es in der Bibliothek holt, gell, der wird dort ein ganzes Kapitel über Zufall finden, gell. Ja, schön. Was werden wir machen? Also wir, nee, noch nicht. Also, bevor wir was machen, gibt es noch einen anderen Ansatz, und zwar, neben Pseudo-Zufall gibt es auch mehr oder weniger echten Zufall, gell? Und echten Zufall kann man auch sammeln vielleicht, gell? Und hier gibt es einen Ansatz bei Unix-Systemen, dass man dann vielleicht auch den zugänglich macht. Und es gibt eine Gerätedatei, die ist keine physikalische Gerätedatei, also für ein Gerät, sondern es gibt eine Gerätedatei, da kann man zufällige Zahlen herauslesen, gell? Und die Frage ist jetzt, das Geheimnis, gell, wie füllen wir dieses Gerät mit zufälligen Zahlen, gell? Und das können wir dem Kernel überlassen, wie er das macht, gell? Und da gibt es schon Ansätze, wie man mehr oder weniger echten Zufall sammeln kann. Und da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man aufschreibt, gell, wie die Uhr gestanden ist, wenn der Rechner hochgefahren wurde. Gell. Also, wenn man den Rechner einschaltet, dann ist ja eine bestimmte Uhrzeit, und wenn man die in Sekunden seit dem 1. Januar 1970 um 0 Uhr 0 und 0 Sekunden misst, dann wird man für ja, ungefähr 70 Jahre lang jedes Mal beim Einschalten eine andere Sekunde bekommen, gell? Und ja, das ist jetzt, wenn man 70 Jahre lang immer einen anderen Wert bekommt, und zwar nach jeder Sekunde einen anderen Wert, dann ist das schon cool, gell? Aber natürlich, wenn man das immer nur diese Zahlen nimmt, gell, dann ist wieder das Problem, dass das ja systematisch ist, die ist schön wachsend, gell, über 70 Jahre immer schön wachsend, gell, auch nicht toll, gell. Also da nimmt jemand dann vielleicht ja, macht vielleicht Modulo 1000, gell, nimmt die Sekunden Modulo 1000. Wäre eine Möglichkeit, gell. Also, weil dann wiederholt sich das Fach, gell, aber ich habe da in diesem Tausender, mit 1000 Sekunden Abschnitt, gell, kommst dann immer wieder, und ich fahre den Rechner ja nicht alle 20 Minuten oder so neu hoch, gell? Also ist das etwas, was dann vielleicht schon mehr oder weniger zufällig ausschaut, gell? Oder etwas, was ich machen kann, ich kann schauen, wie lange der Rechner schon läuft, gell? Also Uptime, gell? Wie lange ist der Rechner eingeschalten, gell? Und ja, wenn ich das jetzt zum Beispiel brauche, gell, wenn ich ein Programm starte, gell, ein Prozess dann startet und der das kontrolliert, dann wäre das nicht einmal so ein schlechter Zufall, gell, weil man ja nicht weiß, gell, außer, gell, der Rechner, gell, wird eingeschaltet, und dann macht er sofort, startet irgendein Programm, und das macht diese Abfrage. Da kann es sogar sein, dass man ziemlich genau jedes Mal mehr oder weniger die gleichen Sekunden bekommt, gell? Also das wäre dann auch nicht so toll, gell? Aber an und für sich in vielen Situationen wäre schon ein guter Zufall, gell? Oder man könnte abfragen, zu welcher Uhrzeit sich der Benutzer angemeldet hat, und zwar mit der Funktion Time wieder, gell, die Sekunden seit 0 Uhr 0 und 0 Sekunden am 1. Januar 1970, gell? Also der Benutzer wird sich ja über 70 Jahre lang immer zu einem anderen Time anmelden, gell?
Geil. Aber wie gesagt, gleiches Problem wie mit beim der Zeit beim Einschalten, gell? Das ist streng wachsend, gell? Wird man also diese Zeit auch irgendwo Modulo 1000 oder irgendetwas machen, gell? Damit da oder Modulo 10.000 oder 100.000 oder so, damit man hier nicht immer dieselbe Antwort bekommt, gell? Oder was anderes. Ich könnte den freien Speicherplatz in meinem Dateisystem ermitteln, gell? Und naja, jetzt ist der Speicherplatz, gell, der wird so in Cluster-Sektoren, in Blöcken also verwaltet, und das ist dann nicht so toll, wenn dieser Speicherplatz, weil das sind ja immer Vielfache dann von der Größe da, gell? Also ich könnte dann diesen freien Speicherplatz irgendwie ja durch eine große Zahl dividieren, gell? Zum Beispiel 1000, gell? Und dann könnte ich sagen, ja, Modulo 1000 oder so, ich schneide wieder ein Stück raus, gell? Ja, gell? Und so kann man Zufall irgendwo ermitteln, gell? Also das, oder auch jemand ermittelt, ob das System ein System ist, auf dem vielleicht öfter gedruckt wird, gell? Und wenn öfter gedruckt wird, dann kann ich einfach die Größe oder auch ja, durch der Druckaufträge irgendwo mitzählen, gell, und daraus einen Zufall dann ermitteln von Zeit zu Zeit, gell. Oder wenn ich feststelle, dass, ja, dass es ins große, weite Welt ins Internet geht und ich gehe einfach Bytes zählen, gell, dann kann ich mit den Bytes, die ins Internet gehen, gell, sowas machen wie mit dem freien Speicherplatz, gell. Oder dasselbe mit der Netzwerkkommunikation. Ich zähle, wie viel Byte ins Ethernet geht, gell. Und da mache ich auch wieder so etwas, gell. Das ist dann insgesamt schon mehr oder weniger guter Zufall, gell, den ich hier ermittle, gell, wenn ich ihn nicht überstrapaziere, gell, weil die Quellen sind ja eigentlich beschränkt, gell, also ich kann da nicht die ganzen Rechner der Menschheit nach Zufall fragen, gell, also das wäre ein Projekt, gell, also die Rechner schreiben das nicht nur lokal auf, sondern sie spendieren das irgendwo, gell. Vielleicht macht es die NSA. Wer weiß, ob die NSA die Rechner, unsere Rechner abzapft, um einen guten Zufall dann zu erzeugen, gell? Also jeder denkt Böses über die Geheimdienste, gell? Oder vielleicht gehen sie auch nur Zufallszahlen sammeln, gell? Könnte ja auch sein, gell? Wer weiß es, gell? So, auf jeden Fall, normalerweise oder sehr, sehr häufig arbeitet mit Pseudo-Zufall, und die Programmiersprachen stellen oft Funktionen zur Verfügung, die Pseudo-Zufall erzeugen, gell? Und es sind häufig so Kongruenzgeneratoren, die dahinter stecken, gell? Und in C oder auch C++ kann man das machen, gell? Da gibt es eigentlich, ja, da gibt es mal die Standardfunktion RAND, gell? Also RAND liefert eine Zahl, gell, die zufällig ist zwischen 0 und einer sehr großen Zahl, die Randmax heißt, gell? Also Randmax und Rand, gell, das ist deklariert in der STD-Lib, gell? Und wenn man dort hineinschaut, dann findet man auch Randmax. Und das ist jetzt eine große Zahl. Und wenn man jetzt diesen Generator hier verwendet, gell, dann schaut es doch sehr, jetzt mal, wenn man Rand aufruft, bekommt man eine sehr große Zahl zurück, die sehr zufällig ausschaut, gell. Aber die Enttäuschung ist groß. Wenn man das zum zweiten Mal macht, dann sieht man dieselben Zahlen, gell. Die schauen zwar irgendwie sehr gut aus, gell. Es sind aber immer dieselben, gell. Und dieser Generator, gell, dieser zufälligen Zahlen, der macht immer denselben Zyklus, gell. Und das ist jetzt auch nicht gut aus, gell. Aber es gibt eine Lösung, gell. Und die Lösung heißt S-Rand. Also das ist so ähnlich wie beim Würfel, gell? Wenn man den Würfel in die Hand nimmt und man legt ihn schön nieder, gell? Dann, ja, dann kann ich schön bestimmen, was rauskommt, gell? Und dann könnte ich aber auch ihn jedes Mal anders niederlegen, gell? Aber wenn mir jemand den Würfel vor Gebrauch schüttelt, gell? Dann ist es nicht mehr so zufällig, gell? Und das macht dann das S-Rand, gell? S-Rand, das ist das Schütteln des Würfels, gell? Also das ist jetzt der Würfelshaker, gell? Und wenn ich diesen Würfel jetzt ja, vor dem Würfeln richtig schüttle, gell? Dann kommt vielleicht nicht jedes Mal die gleiche Sequenz raus, und das passiert auch hier. Mit diesem S-Rand kann ich
den Generator, der von Rand verwendet wird, anders setzen. Gell? Und dieses andere Setzen hängt vom Argument ab, das ich übergebe. Gell? Und dieses Argument, das ich übergebe, gell, das, ja, das könnte, wenn ich immer dasselbe übergebe, gell? Also dann bekomme ich immer dann wieder dieselbe Sequenz raus. Das ist ja zwar nicht die gleiche, wie wenn ich dieses SRAN nicht aufgerufen hätte, aber ich habe dann wieder die gleiche Sequenz. Ich muss dafür sorgen, dass ich hier diesem SRAN etwas gebe, das nicht jedes Mal das gleiche ist. Gell? Und da greifen sehr häufig Leute auf diese Time-Funktion zurück. Gell? Also ich kann jetzt sagen, da SRAN, gell, Time von Null. Und jetzt null ist einfach jetzt der Nullzeiger. Gell? Ich könnte da auch eine Struktur, eine solche Zeitstruktur übergeben. Dann bekomme ich diese Zeit in dieser Time-Struktur zurück. Gell? Und wenn ich das nicht mache, dann liefert mir Time einfach die Sekunden seit Anfang der Unix-Zeit, also seit 0 und 0 und 0 Sekunden am 1. Januar 1970 zurück. Gell? Und in jeder Sekunde des Aufrufes bekomme ich hier eine andere Sekunde zurück. Gell? Also nach jeder Sekunde kommt eine neue Initialisierung von SRAND. Und das ist jetzt eigentlich nicht schlecht. Das ist wirklich das Schütteln. Und wenn der Würfel einmal geschüttelt ist, gell, wenn er ein bisschen konfus ist an dem Kopf, gell, dann, ja, dann macht er eine Sequenz, gell, die schaut richtig gut aus. Gell? Und diese Sequenz, gell, jetzt muss man noch auf eines aufpassen, wenn man jetzt vor jedem Würfeln dieses S-Rand macht und das mit der Time-Funktion, dann hat man eine ganze Sekunde lang immer die gleiche Initialisierung, gell, deswegen aufpassen, dieses S-Rand mit Time liefert eine ganze Sekunde lang die gleiche Initialisierung, deshalb S-Rand wird im Programm nur einmal initialisiert. Gell? Ganz am Anfang des Programms, wenn das Programm aufgerufen wird, dann wird es einmal gemacht mit S-Rand. Gell? Also einmal schütteln und dann mit Rand würfeln. Gell? So oft ich es brauche. Gell? Okay, also S-Rand einmal. Ja, was macht man jetzt? Jetzt wollen wir einen Prüfungswürfel für die Klasse erzeugen. Gell? Also Prüfungswürfel, der dann sagt, wer geprüft wird. Gell? Also wenn sich jemand für die Prüfung meldet, gell, dann wird er geprüft. Wenn sonst wird der Prüfungswürfel herausgeholt. Gell? Und ja, den wollen wir programmieren. Gell? Geil. Und dann, wenn wir das mal haben, können wir schauen, können uns überlegen, wie könnten wir Zufall besser machen. Geil. Okay. Also nicht nur einfach Rand und das Rand, vielleicht können wir was einbauen, was das Ganze interessanter macht. Geil. Und dann wollen wir schauen, ob dieser Algorithmus dann wirklich gut funktioniert. Geil. Zum Beispiel, ob da bestimmte Gleichverteilung da ist, gell? Oder wenn man so eine Sequenz macht, können wir auch überprüfen, gell? Ob die einzelnen Personen immer am Anfang oder immer am Ende drankommen oder so, gell? Das könnten so Kriterien sein, die die Qualität eines Prüfungswürfels dann eben irgendwie bestätigen oder verwerfen, gell? So, wenn wir das haben, gell? Also das machen wir nicht alles zugleich, gell? Dann wollen wir einen Passwortgenerator schreiben, gell? Also einen Generator, der mir Passwörter erzeugen kann. Gell? Und zwar Passwörter, die irgendwie aus kleinen und großen Buchstaben vielleicht. Gell? Oder ja, überlegt euch mal, was ein guter Passwortgenerator sein kann. Gell? Dann gute Arbeit.